Also, muss ich wieder so einstellen, dass ich hier ein bisschen was sehe. So. Ne, der haut das immer wieder automatisch da rein, ne? Deswegen sehe ich So. dir. Muss ich wieder so einstellen, dass ich hier ein bisschen was sehe. So. Ne, der haut das immer wieder automatisch da rein, ne? Deswegen sehe ich dir. Zwick mich auch zehnmal selber. Oh, sorry, Leute, weil ich den Stream noch Nee, anhab hier so. im Hintergrund. Ne, der haut das immer wieder automatisch da rein, ne? Schrecklich. So. Jetzt geht's aber los. Jetzt muss ich nur noch das Ding hier bearbeiten. So. Gott, ich hoffe, das reicht jetzt mal. Wupp. Da haben wir es. Gut, 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 gut. Einstellen. Ich komme hier mit den Einstellungen von diesem Rot. Scheiß Dingen hier nicht klar. So. Ja, es wird dunkel. Na, das war natürlich wieder die passendste Lösung. Alles leicht ein bisschen verpixelt aus, wenn man so abends hier lang rennt, ne? So, hat das denn jetzt langsam mal? So langsam nervt es mich ein bisschen ab, oder ist der Battle-Eye-Client jetzt schon wieder am Rummeckern? So. Das ist doch Dings. Anti-Cheat. So, jetzt. Jetzt. Meine Freunde, es läuft. Ich glaube nicht, dass es läuft. So. Was im Fenstermodus, muss ich sagen, sieht Daisy scheiße anders aus. Und es wird echt dunkel. Boah. Jetzt bräuchte ich dann ein Headlight oder irgendwas. Soll ich hier noch irgendwas finden? Was soll ich denn hier jetzt noch finden? Wahrscheinlich gar nichts mehr. So, Mikro richtig hinschieben hier. Ich könnte doch einfach mit Headset spielen, ne? Ich könnte es mir auch einfach richtig einfach machen. Green Raincoat. Wahrscheinlich auch wieder ein Burn. Dann brauche ich es leider nicht. Ja, lila Waske mit weißen Punkten. Ist auch nicht so. Das, was ich jetzt brauche. Ich möchte ein Auto finden. Ein Auto. Dann möchte ich Kettenkarussell fahren. Und Dreckschleuder spielen. Ich renne einfach mal den Weg weiter. Ich müsste jetzt irgendwann nach Tschernogorsk. Warte. Tschernogorsk. Novomitrovsk. Ich musste gerade noch mal in mich gehen und nachdenken. Novomitrovsk heißt ja das Kaff. Hier mal ein bisschen was zum Sehen. Aber ich möchte eigentlich jetzt gar keine Früchte haben. Ich bin jetzt gerade nicht von hier gekommen, oder? Ich bin voll verwirrt. Ich habe noch keinen Kompass dabei. Ich bin doch hier gerade vorbeigelaufen, oder? Oh, wird das dunkel. Oh, Leute.
Und ihr habt immer noch das Scheißding da als Sichtfenster. So. Das wird sonst eindeutig zu hell. Das ist zu dunkel. Ich sehe doch keinen Scheiß mehr hier. Der ist zu weh in der Augs. Pink, oh, schön. Die wollte ich. Ich glaub's nicht. Ein Kompass. Und das Pristin. Ey. Was ist los? Keine Nachricht? Irgendwer verliert Verbindung. Das sieht schon wieder nicht gut aus. Ja, die Daisy-Server laufen auf jeden Fall stabil. Die laufen auf jeden Fall sehr stabil. Da mache ich mir eine Zigarette an. Ich gehe hier nicht ohne diesen Kompass weg. Nicht ohne diesen Kompass. Ich mache auf jeden Fall mal. Oh, Alter, sind die Dinger übel groß. Darstellungsauflösung 100%, bitte. Danke. So. Qualität ist alles dasselbe geblieben. Benutzerinterface, Größe klein. Sehr klein. Ja. Abbrechen. Sehr klein ist mir dann doch etwas zu klein. Klein. Ja, klein reicht vollkommen aus. So, jetzt sieht das auch wieder normaler aus. Hat die wahrscheinlich auf 640 mal 480. Ich will diesen Scheiß. Ist das Ding. Warte mal, pass mal auf. Jetzt sind die Charcoal-Tabs weg. Was ist denn jetzt schon wieder das Scheißproblem hier in diesem Kackladen? Hallo? Pink Raincoat. Läuft nicht. Es läuft einfach. Ach, wie ich es liebe, wenn es so stabil läuft. Ich trinke jetzt einfach nochmal eine Pepsi. Muss immer erstmal runterkommen. Erstmal runterkommen hier. In die Hand ziehen. Jetzt sagst du was. Ich probiere es mal aus. Alter, fett. Ich danke dir. Darauf bin ich jetzt gar nicht. Warum konnte ich das denn dann nicht da reinziehen? Ist das schon wieder ein aktueller Bug oder was? So, jetzt kann ich auf jeden Fall gucken, wo ich hier. Ich danke auf jeden Fall. Das hat mir sehr weitergeholfen. Jetzt bin ich nicht mehr so orientierungslos wie eben. So, Südwesten, da will ich nicht hin. Osten, Norden. Sehr gut. Ja, du sagst es. Oh Mann. Aber wenn es zu so dunkel ist, ist es wahrscheinlich eh gleich wieder Restart. Ich renne auf jeden Fall erstmal weiter. Jetzt müsste es ja eigentlich. Ah, jetzt packst du es in die Tasche. Sogar freiwillig, Mensch. Ohne dass ich groß fauche. Na, wie viel ist denn überhaupt noch los? Was geht? Gab auch schon mal vollere Zeiten. Könnte an der Uhrzeit liegen, aber ich habe gehört, die bei Daisy sind alle nachtaktiv. Halt mal. Nee, es wird nicht nach Svetlojansk. Auf gar keinen Fall. Ich muss wieder in die Richtung. Ich renne hier noch im Kreis.
Jetzt gewöhnt er sich langsam in Helligkeit. Ich sehe jetzt alles mehr in Beige oder in Sepia. Nichts. Der Server ist auch schon wieder leergefegt wie Sau, ne? In Svetloyar ist gerade rumgerannt. Findest du nichts, gar nichts. An den Spawn Positions, da wo die einfach nur spawnen, da kannst du vergessen. Bin froh, dass ich überhaupt so eine Packung Kelloggs gefunden habe, damit ich nicht direkt drauf gehe wieder. Mit meinem Kipper aus. Da könnte ich ja wieder. Autos sind immer gut. Was haben wir denn hier? Wie Sie sehen, sehen Sie nicht viel Interessantes. Scheiß Motorradhelm. Da bleibe ich lieber bei meiner super stylischen H&M-Mütze. Dass ich hingelaufen bin. Ist ja nicht so, dass ich schon eine Knarre habe. Nein, habe ich nicht. Aber haben ist ja besser als brauchen, nicht wahr? Und wenn ich dann einen 1911er finde, dann ärgere ich mich nie wieder blau. Also bei DayZ wird man echt zum Messi. Da muss man dann im Real Life definitiv aufpassen, dass man sich auch nicht alles einfach in die Hosen stopfen mit nach Hause nimmt. Aber wir gerade einen Wegweiser, Junge. Köpmarke. Nö. Nee. So. Rennen wir mal ein Stück weiter. Ja, da hinten will ich lang. Es könnte ruhig wieder Tag werden jetzt. Das geht irgendwann auf Augen hier. Obwohl ich ja die geilsten Erlebnisse bei Nacht hatte in DayZ bisher, ne? Ich kann mich noch erinnern, als das Spiel rausgekommen ist und man so das erste Mal gezockt hat und auf einmal wurde es da Nacht. Und ich denke, das kann jetzt nicht der Ernst sein. Du hast nichts gesehen. Auf einmal standst du da mitten auf so einem Airfield, was du gerade zum ersten Mal entdeckt hast. Und nichts bei. Und dann habe ich überlegt, ich warte mal, ich habe doch so ein scheiß Taschenlampenteil eingepackt. Dann noch eine Batterie und auf einmal ging das Licht. Das war eine Atmosphäre. Hammer. Unvergleichlich. Aber halt beim ersten Mal. Und was war natürlich 2 Minuten später? Da wurde man halt einfach mal direkt abgeknallt. Habe ich mich da verjagt. Alter Schwede, wirklich. Da hätte ich fast nochmal eine Windel gebraucht. So, wie sieht's aus? Hydrated. Okay. Er ist noch mit dem zufrieden, was er hat. Ich dachte schon, einfach gesehen. Ist auch am coolsten, ne? Diese Macke. Um die Ecke gucken. Ich gucke an meinem Bildschirm vorbei und frage mich dann, warum ich nicht um das Haus rumgucken konnte. Oh. So, noch ein paar Autos. Hier im Biergarten, ne? Nur ein Bier bestellen. Und eine IZH-43 Shotgun. Ich werde dich wahrscheinlich nicht brauchen, wahrscheinlich weil ich dich eh wieder wegschmeiße. Wenn ich irgendwas Besseres finde. What? Hier dichte ich nur Kacke rum. Schon wieder die Schuhe, die habe ich schon. Der Hut ist besser. Boonie Hat. Bin ja mal gespannt, wann der neue Renderer auf die Stable kommt. Auf die Experimental ist er jetzt ja wohl raufgekommen. So still und heimlich. Damit soll ja einiges besser laufen. Zumindest ist dann, wenn er es auf die Stable-Version geschafft hat. Dann hoffe ich, dass auch diese fliegenden Heuballen. Heurollen, Strohrollen, was auch immer. Aufhören. Ah, ich krieg gleich einen Knall, ne? Ich sehe hier gar nichts. Dafür, dass ich ihn nicht sehe, finde ich immerhin ein bisschen was. Das ist doch schon mal was. Moose and Moon, oder was? Hat Mama, kann Mama mitnehmen.
Aber den Mosin finde ich hier auf dem Server so gut wie gar nicht. Oh, ich habe immer keinen Bock, in jedes Haus reinzugehen, ne? Das ist immer so. Weil eh immer nichts liegt, ja. Wo ich gerade beim Biergarten war, nicht wahr? Nicht mitnehmen, aber trinken. So. Ja. An all die Nichtraucher-Zuschauer, es tut mir leid, dass ich das jetzt gerade mache, aber ihr riecht es ja zum Glück nicht. Und keine Sorge, ich habe das Fenster offen. Ich werde also nicht an meinem eigenen Rauch ersticken hier. Ach, ich renne sonst nie allein rum, ne? Irgendwie so ein bisschen öde. Jetzt könnt ihr wenigstens noch einer vorbeikommen und ein Lagerfeuer anmachen. Das könnte ich eigentlich auch gleich mal machen. Vielleicht ein Déjà-vu? Oder kenne ich gerade schon? Ne, hier war ich nicht. Oh, es ist so dunkel, dass ich diesen scheiß Helm jetzt für einen Rucksack gehalten habe, ne? Ich weiß jetzt auch ganz ehrlich gar nicht, wo ich hinlaufen soll. Ich glaube, ich werde, wie gesagt, nach Nowomitrovsk laufen. Oh, Gangster. Und da versuchen ein bisschen. Und eine Streberbrille ist gleich auch noch mit dabei. Nee, die Streberbrille, die passt nicht so. Ja. Nach Nowomitrovsk auf jeden Fall. Und dann mal gucken, was ich da so finde. Da ist eigentlich meistens in dem Rathausgebäude, wenn man das so nennen darf, wie sich das schimpft. Da liegt eigentlich immer ganz gutes Zeug rum. Und wenn es eine komplette Feuerwehrmontur ist, ist es besser als gar nichts. Besser als die Jeans hier. Ich bin ja auch mal gespannt. Was ist denn jetzt? Du sollst nicht angreifen. Geht doch. Falsche Taste gekommen. Und alles essen. Ja, genau. Drölf waren das, glaube ich. Drölf, ja. Da habe ich zumindest immer was gefunden. Ich würde mich auch mal freuen, wenn ich eine Winchester selber finden würde und nicht einfach bloß. Also, es ist zwar nett. Ich habe das im Endeffekt von einem Zuschauer bei YouTube, auf meinem YouTube-Kanal, hat mir einer die Winchester geschenkt, weil ich halt ewig schon nach dem Scheißding suche und ich finde es immer nicht. Ich kann mich eher von diesem Ledersuchen-Kit trennen als von der Munition, ist schon arschig, ey. So, Orientierungslosigkeit. Bei Nacht kannst du mit mir hier echt nichts anfangen, ne? Da könnte einer sagen, ich muss nach rechts rennen und das fünfmal hintereinander und ich würde immer noch denken, ich renne wirklich in die Richtung, in die ich will. Was ist das? Schon wieder ein Motorradhelm. Die müssen alle Biker gewesen sein vorher hier in der Gegend. Ja. Liegt ja keiner rum. Ich meine, ich habe einen Karstadt gesucht, ich habe alles gesucht, hier, es ist nichts da. Die haben ja nichts gehabt hier. Ja. Ich könnte jetzt eigentlich mal hinten da bei dem Schuppen lang rennen. Ah. Orientierungslosigkeit hoch 3 gleich wieder. Jetzt muss ich gleich wieder gucken, wo ich bin. Ich weiß es eigentlich. Da muss ich gleich nochmal die Map aufmachen. Oh, Alter. Wahnsinn. Da ist es. Da! Der Schulrucksack, den ich mir immer gewünscht habe. Eine Dose zu essen. Mensch, wie sehen die aus?
Weißt du, was das ist, hä? Das ist sehr Ich geil. danke dir, Amplitude 84. Ich habe mich gerade richtig erschrocken. Ich habe den scheiß Sound so laut gestellt, ne? Oh, fett. Man könnte meinen, da kommen ein paar Wolken. Ein Unwetter zieht auf. So, ich muss jetzt aber mal ganz kurz gleich auf die Map gucken. Was nichts mehr wird bei der Dunkelheit gleich. Alter, hallo. Ich will mich jetzt gerade ernsthaft in dem Haus wieder rein dixen hier, damit ich nicht erschossen werde. Ja, ich habe auch so viel zu verlieren. So. Ich muss jetzt mal eben schnell kurz gucken, wo ich hier bin. So, jetzt bin ich hier lang gerannt. Ach Scheiße, ich bin nach Abob. Da muss ich. Ich muss einfach bloß weiter östlich laufen. Ein bisschen. Ja, okay. Okay, das sollte ich hinkriegen. Raus auf die Straße mit dir. So. Dann hole ich mal meine Supreme-Waffe raus. Die lege ich mir direkt auf Platz 1. So, Osten. Halt. Osten ist rechts, Westen. So. Himmelsrichtung. Das, was ich bei anderen immer kritisiere, mache ich heute selber falsch. Das heißt, dieses Video muss bei Twitch dann sofort gelöscht werden, wenn ich hier fertig bin. Damit die das ja nicht mitkriegen. Sonst haben sie was gegen mich in der Hand. So. Ich habe gesagt, noch ein bisschen weiter südlich. Genau, das müsste ungefähr hinhauen. Da müsste ich direkt auf Nowomitrowsk im Großen und Ganzen drauf zukommen. So, wo habe ich denn? Ich habe da ja was vorbereitet, ne? Ich habe ja hier diese geilen Dinger hier. Und die klemme ich mir jetzt einfach bei W und 2 und hast du nicht gesehen, dazwischen. Na, lauf mal schneller. Und dann hoffe ich, dass das Autolaufen noch funktioniert. Nee, noch nicht. Noch nicht ganz. So. Jetzt aber gleich. Ich hatte dafür mal eine App. Ich weiß nicht, ob ihr die auch kanntet. Von Rocket Power Grid. Mit dem Smartphone. Schön im eigenen WLAN. Dann konntest du draufdrücken. Und ist automatisch selber gelaufen. Konntest du jetzt vergessen. Ich kann mich mit Power Grid nicht mehr verbinden. Das steht, glaube ich, seit Monaten schon, dass die Server angeblich nicht erreichbar sind. Ja, und nun hänge ich hier und muss wieder meine Fitzelstückchen da nehmen, um hier automatisch zu laufen. Und ich quatsche schon wieder so viel, dass die Kippe andauernd ausgeht. Ja, ohne Autolaufen wäre ich schon lange tot. Okay, genau, das ist jetzt das nächste kleinere Städtchen. Da will ich jetzt gar nicht groß lang. Sonst weiß ich ganz genau, dass ich mich gleich wieder verhaspel hier. Ich renne einfach weiter. Die nächstgrößere Stadt hat definitiv mehr zu bieten. Muss ich zwischen die Berge hoch. Es wird immer weniger. Gleich bin ich allein auf dem Sau. Ja, ich könnte jetzt sagen, mehr Loot für mich, wenn ich wüsste, wo die alle den Loot hingelegt haben. Ist auch das Coolste. Da bist du Ewigkeiten
Du bist hier Ewigkeiten am Suchen, Looten, hast du nicht gesehen? Findest endlich nach Ewigkeiten mal wieder so ein scheiß Zelt, ne? Und dann denkst du positionierst es richtig. Irgendwo da, wo es keiner findet. Nein. Ausgeloggt, nächsten Tag eingeloggt, ist mein Zelt weg. Alles reingepackt schon, weißt du, alles doppelte Ausrüstung, alles, was du dir da irgendwie zusammengesammelt hast, wo du dachtest, jetzt kann es losgehen, jetzt geht die Looterei. Ups. Jetzt geht die Looterei los. Nein. Was ist denn jetzt? Diese Hügelkarte hier war nicht auf meiner verzeichnet. Das finde ich jetzt nicht schön. Aber hier komme ich runter. Ach, da sind wir doch. Bin ich genau richtig gelaufen. Das, meine Freunde, ist der Anfang von Nowomitrowsk. Mit seinem schönen Industriegebiet. Auch wenn die Wolken nur auf. Ich glaube, die habe ich die auf niedrig. Ich glaube, ich habe es auf niedrig. Sehen so trotzdem noch ganz gut aus. Man versucht halt hier FPS zu halten, wie es geht. Ich bewege mich jetzt hier im Wald mit 35 Frames. Könnten schon mehr sein, ne? Ich bin ja vor allen Dingen mal gespannt, ob die Beta rauskommen. Folgen werden überbewertet, ja. Ich bin mal gespannt, ob sie den Termin für die Beta einhalten. Das ist ja für März 2016 angekündigt, dass dann die Beta kommen soll. Ich bin ja mal gespannt, ne? So lange wie bis jetzt alles dauert, könnte ich wetten, die verschieben es nochmal. Hoffen wollen wir es nicht. Ich habe eigentlich eh schon damit abgeschlossen, dass dann immer so ein bisschen mehr kommt hier und das alles so ewig dauert. Manche sagen ja auch Endless Alpha. Warten wir es mal ab. Kalter Kaffee, herrlich. Jetzt komme ich mir wirklich vor wie eine Apokalypse. So, Auto laufen kann ich mal ausmachen. Ich gehe jetzt mal hier ein paar Gebäudchen rein. Wahnsinn, noch ein Kompass, ein Heat Package und eine Lampe. Ach, warte mal, dafür brauche ich schon wieder so einen scheiß Gaskocher, ne? Aber ist ja egal. Ich kann das Ding ja erstmal mitnehmen. Habe ich die Schuhe eingepackt, anstatt sie anzuziehen? Oh lol, darfst du keinem erzählen. Was? Erst war Ende 2015? Erstes Quartal 2016? Ich rechne mit zweiten Quartal, Mai, Juni. Ach, haben sie es wieder verschoben? Boah, ich bin auch nicht mehr up to date, weißt du? Ich dachte, ich hätte schon das letzte, hatte das nicht letztens erst auf diesem, der war doch schon wieder irgendwo und hat da auf irgendeine Konferenz, hatte doch schon wieder irgendwas gesagt und da bin ich der Meinung, er hätte im März gesagt. Naja, das ändert sich irgendwie auch wie die Tag und die Nacht. Ja, ist auf jeden Fall, es passiert auf jeden Fall zurzeit mehr als Dean Hall ja noch die meiste Zeit da war, ne? Da ist ja irgendwie die ganze Zeit bloß irgendein Scheiß passiert. Da hat er seine eigene Charakterfigur hier implementiert, wo ich mir so gedacht habe, Alter, kümmere dich um wichtigeren Scheiß. Naja. Was ich gut finde, ist auf jeden Fall das mit den Whitelist-Servern. Ich weiß nicht, wo die meisten immer noch drauf zocken, aber ich bevorzuge echt die Whitelist-Server mittlerweile, weil ich wirklich kaum noch Kontakt mit Hackern habe. Und das finde ich schon sehr angenehm. Natürlich gibt es hier auch so eine Clans, die einen die ganze Zeit fertig machen wollen, aber besser, die machen das auf normale Weise, als dass die hier die ganze Zeit mit diesen scheiß Hacks rumrennen. Weißt du, du hast ja alles zusammengesammelt, aber das bräuchte ich dir gar nicht zu erzählen. Wie ich da jetzt wieder aushole, ich glaube, jeder weiß es. Nochmal Munition, ne? Da kann ich wieder nicht dran vorbei. Da liegt was. Oh ja, ist das ein Eishockeyschläger? Ja. Es ist zwar kalt draußen, aber so kalt auch wieder nicht.
spiele auch zurzeit, um ehrlich zu sagen, ziemlich oft Arma 2 Daisy. Back to the Roots so ungefähr. Ist auf jeden Fall mal eine schöne Abwechslung, wenn man so zwischendurch einfach mal nicht so viel Zeit hat, gerade nach der Arbeit oder was auch immer. Manchmal bin ich dann einfach nicht mehr so fit, dass ich jetzt nochmal Standalone anmache und mich hier nochmal komplett zusammenloote. Und dann einfach kurz eine Stunde, Arma 2 Daisy, das rockt dann schon ganz schön. Ist natürlich nur Geballer, ist klar. Da geht es ja um nicht viel anderes. Aber jetzt, so wie heute, wenn du eh allein bist, passt das eigentlich. Aber pack die doch mal in deine Tasche, Mensch, hier. Mach's dir doch nicht so schwierig. Das Ding die ganze Zeit in die Hand, das klimpert doch. Mann, Mann, Mann. Dass ich dem alles erzählen muss, ne? Der lernt doch einfach nicht dazu. So ein Gaskocher wäre jetzt schön. Dann könnte ich vielleicht mal meine Augen entlasten. Ne Magnum. Ne Magnum. Nehmen wir mal mit in diesen riesen Rucksack. Und schon sind wir wieder draußen. War ich da bei den Karren da vorne schon? Ich bin mir gerade unsicher. Ein 1911er. Habe ich es nicht gesagt. Herrlich. So. So, ein bisschen was findet man hier ja auch. Ich dachte eigentlich, ich laufe hier nochmal irgendwann einen Spieler über den Weg. Weil hier ist es zum Glück auch mal so, dass du nicht direkt abgeknallt wirst. Ne? Hier ist noch viel mit. Ja, ich will es jetzt nicht Roleplay nennen, aber. Auf jeden Fall legen die nicht so viel Wert drauf, dich direkt umzumetern. Sondern einfach mal so ein bisschen hier, hast du was, kriegst du was, brauchst du was, so ungefähr. Einfach mal ein bisschen interagieren, anstatt jedes Mal nur zu sagen, ich knall dich mal eben ab und dann möchte ich deinen Loot haben. Ich habe schon gedacht, ich muss schon wieder das Zeug in die Hand legen. Schlagstock. Oh, in grün. Na, ne, jetzt Börtchen im blauen. Wird doch hier noch ein großer Rucksack irgendwo rumliegen. Okay, gut zu wissen. Ja, Arma 2, der Simod ist hauptsächlich PvP, also na gut, es gibt noch die Basen bauen. Häuslebauer und so, aber Hauptsache ist da doch schon mit Waffen der anderen da kalt zu machen und ja, also es hat wenig mit Survival zu tun. Eigentlich gar nichts, außer dass die Zombies einen da übel nerven. Ja, Arma 3 habe ich auch. Aber Arma 2, du hast also Arma 2 nicht, aber das kostet ja nichts. Ich habe das, jetzt fragst du mich was, für 8,69 € oder 9 € noch was. Der komplette Arma 2 mit allen Add-ons dazu über den Game Key Store oder GameKeyFinder.de und da einfach eingegeben und da gibt es dann die Arma 2 Complete Collection, nennt sich das Ding, glaube ich. Und da kriegst du das für, wie gesagt, 8 oder 9 €. Das ist also nicht teuer und da habe ich gesagt, pff, dann kaufst du den Scheiß, Alter. War auf jeden Fall den Kauf wert. So für zwischendurch ist das schon mal okay, wenn man halt die ganze Zeit hier sammelst. Musst du auch irgendwann mal den Frust ablassen, gerade wenn du so einen Hacker drauf hattest. Du kannst ja nicht rächen an den Viechern. Das war's ja. Ich kann da ja auf YouTube Hacker-Videos machen, wie ich will. Das ist ja für die eigentlich nur noch mehr ein Anreiz dafür. Dass die Schuhe sind hier schon wieder drin. Nur noch mehr Anreiz dafür, damit weiterzumachen. Trollen sie dich ja ewig, ne? So, war hier nicht eine Tür offen? Ist hier nicht immer eine, die offen ist? Bin ich jetzt doof? Ne, in dem Gebäude nicht. Doch.
Sag ich doch, hier ist doch immer noch eine Tür, die offen ist normalerweise. Und wie Sie sehen, sehen Sie, oh, eine Milchpackung. Immerhin. Ich glaube, diesen Kleinigkeiten-Loot-Scheiß kann ich jetzt langsam lassen, aber ich hoffe halt immer noch auf einen größeren Backpack. Weil der hier ist doch ein bisschen mickrig. Und den Backpack finde ich eigentlich meistens gerade in den Gebäuden, wo man es eigentlich nicht erwartet. Wo man so denkt, ja, da wird eh nichts sein. Hier schon wieder irgendwelche Tetrazyklin-Caps. Hier oben ist Koks ohne Ende. Ja, Koks ohne Ende, alles klar. Ich ziehe einmal und dann ist das Ding wieder weg. Sprachsteuerung wäre gut. Geradeaus, links, rechts. Da würde ich dafür euch mal auch rankommen. Ich weiß auch nicht, warum ich heute mit dem Rode-Podcaster hier jetzt gerade den Stream mache. Sonst mache ich es eigentlich lieber mit dem Headset, weil es eigentlich wesentlich angenehmer ist. Aber, ach doch, klar. Ich wollte vorhin gucken, ob ich gleichzeitig für YouTube mit Fraps aufnehmen kann und streamen. Haut mit der FPS aber bei Daisy definitiv nicht hin. Bei Counter-Strike und bei Arma 2 und so, da geht das alles. Aber hier bei Daisy renne ich dann mit 18 Frames rum. Und nein, das tue ich mir nicht an. Und den Leuten, die sich das angucken müssen, natürlich auch nicht. Alter, wie viel zu fressen finde ich denn hier? Ich will eine Gatling. Oder, keine Ahnung, ein mobiles Haus. Ein Campingwagen wäre nochmal geil. Auf so einen schönen Campingbus hätte ich jetzt richtig Lust. Damit hier durchheizen. Fahrrad wäre natürlich auch gut, aber das will, glaube ich, jeder haben. Noch eine Dose. Also bevor der stirbt hier, also der stirbt definitiv nicht. Daran, dass er nichts mehr zu essen findet, sondern eher daran, dass er sich überfressen hat. Apropos überfressen, ne? Eigentlich könnte ich ja mit dem ja erstmal fressen. Essen, weißt du ja. Ne? Energized, ja. Eat all. Wie sagt man so schön? Man erreicht in der. Kannst auch mit OBS beides gleichzeitig. Ja, ich weiß. Aber die Qualität von OBS ist, selbst wenn ich die aufs höchste knall, nicht so, wie wenn ich mit Fraps aufnehme am Ende. Wenn ich das dann noch bei YouTube hochhauen möchte am Ende, wenn ich es bearbeitet habe, dann muss das auch eine gewisse Qualität haben. Als ein Stream. Da ist OBS leider nicht so das richtige Aufnahmeprogramm für. So. Ich hasse es. Ach so, ich rauche hier auch keinen Joint, ne? Wurde ich letztens erst gefragt in einem Stream. Das sind Filterzigarillos. Nicht, dass hier irgendwelche Kuriositäten rumerzählt werden. Ich habe immer noch keinen Gasbuddel gefunden für das scheiß Lichtdingen. Oh, guck mal. Halfter, da kann ich die reinpacken und dann habe ich schon wieder mal ein bisschen mehr Platz.
Ja, irgendwas wollte ich gerade noch erzählen. Ich habe es schon wieder vergessen. Nein, ich wäre fast falsch gelaufen, ich weiß. Es ist spät. 1080p Rechner. Ja, jetzt ist wieder die Frage, was ausreicht, ne? 1080p reicht natürlich aus, aber 1080p als, wie soll man sagen, als Input für Sony Vegas denn, wenn ich das schneide und rendere, du merkst dann auch definitiv schon einen Unterschied. Das ist halt eine ganz andere Kompressionsrate, ne? Ich meine, du hast bei Fraps pro Minute ungefähr 1 GB. Wenn nicht sogar ein bisschen mehr. Mit DxStory sind es auf den höchsten Aufnahmequalitätsstufen 1,2 GB pro Minute. Und du hast mit OBS gerade mal, warte, jetzt darf ich nicht lügen, pro Minute 500 MB, wenn überhaupt. Das freut natürlich die im Endeffekt dann auf den Speicherplatz da irgendwie so Acht geben. Aber was so die Quali angeht, am Ende, wenn du fertig bist mit dem Rendern bei Sony Vegas, dann geht das schon. Ja. Habe ich auch mal geguckt, jetzt wegen DxStory und Fraps. Fraps zieht natürlich übelst die FPS runter. Ich habe jetzt, damit arbeite ich jetzt schon ewig. DxStory habe ich auch drauf, aber ich kann mich irgendwie nicht durchringen, das zu benutzen, auch wenn die Quali, Quatsch, die Quali gleich ist, aber dafür weniger FPS-Einbrüche im Spiel sind. Hat sich sagen, irgendwann wird es auch bei mir soweit sein, dass ich dann sage, okay, alles klar, ich werde Fraps jetzt mal in die Tonne kloppen und dann mit DxStory alles machen wahrscheinlich. Huch. Na. Eine Waterbottle. Kann man auch mal mitnehmen. So, hier stehen wieder ein paar viele Busse. Ich könnte. Die tauschen wir nochmal. Wie er hier rauspackt, ne? Ich bezweifle zwar, dass ich in den Hallen jetzt groß irgendwie was finden werde. Aber. Man weiß ja nie. Nachgucken muss ich auf jeden Fall mal. So hat keinen Sinn. Ich habe die Scheißkippe jetzt ausgemacht. Ich vergesse es einfach. Na? Aber was du machen darfst, ist in OBS die Gamma-Einstellung für die Echse etwas höher stellen. Die Gamma. Warum jetzt wegen der Nacht oder allgemein? Da musst du mich jetzt eben aufklären. Ich stream noch nicht allzu lang. Ich habe mich bisher immer auf YouTube spezialisiert. Okay. Ich nehme nur ganz kurz die Banane mit und dann mache ich das sofort. Warte, pass auf. So, jetzt habe ich die Kamera hochgestellt und jetzt sieht er wahrscheinlich erstmal nichts mehr vom Game.
Stimmt's? Oder habe ich recht? Ich habe bestimmt recht. Probieren wir 1,45. Ich habe gerade auf 1,2 gestellt. 1,45 fand ich schon ein bisschen krass. Aber ich mach's mal eben. ,45. Alter, das ist hardcore hoch, ne? Oh. Nur mal Dizzy-Background, sage ich ja. Ich hab's gleich.